Einfach mal eben um 10%. Permanent. Das kann man dann halt einfach nur einmal einsetzen und dann muss man die ganzen EXP nochmal sammeln, sag ich mal. Um den Skill, oder um einen anderen Skill freizuschalten. Aber es ist ja dann noch so eine Frage gehabt wegen Cash Shop. Ja, dass Ja. ich das, als ich das letzte Mal gecashed habe, das ist schon 2 Jahre her oder so. Also ich müsste mich selbst da mal reinarbeiten. Also. Es geht mit PayPal. Normalerweise. Ah, Problem. Hab kein Paper. Bei mir geht es allerdings nicht mit PayPal, aber es geht auch mit Moll Points. Das ist Oh, das kenne ich nicht. so eine Webseite. Ja, ich kannte das damals auch nicht, aber habe mich da irgendwie reingearbeitet und dann ging es irgendwann. Aber ich habe das, wie gesagt, auch schon seit 2 Jahren nicht mehr gemacht. Das ist quasi so eine Webseite, wo du halt Guthaben aufladen kannst Ein mit. Passive Card? Boah, ich habe es, glaube ich, damals mit Passive Card sogar gemacht. Ich bin mir aber nicht mehr Oh, das wäre sicher. nice, weil Passive Card hole ich mir immer. Weiß aber nicht, ob das jetzt noch gibt oder so. Auf jeden Fall PayPal und sowas, alles, so die ganzen Standardsachen kannst du da machen. Dann kriegst du da so Punkte gut geschrieben und mit diesen Punkten kannst du dann halt da bezahlen, sag ich mal. Ich sag mal so, wenn wir Bonn miteinander haben, kannst du ja, ich gebe dir Passive Card, lade es auf PayPal hoch und du kannst. Ja, wenn überhaupt, teste ich das eh erstmal bei mir mit meinem Geld, sag ich mal. Ob und wie das geht. Weil, wie Weil ich gesagt, will das ist halt schon unbedingt 2 Jahre. cashen, weil ohne cashen ist. Ja, es ist halt true so bei dem Game. Ich meine, du musst hier nicht unbedingt cashen, aber ist halt immer Ja, als angenehmer. C-Demo. Ich meine, sich. Bei G-Demo brauchst du unbedingt. Mein Bruder, wir haben auf G-Demo hier Omega Mon. Vor halt mal Steam rauskam. Omega gleich hingegangen. Hat den Level 10 gemacht. Hat diesen Reward-Scheiß da bekommen. Ne. Da haben wir aufgehört zu zocken und jetzt vor ein paar Monaten haben wir mal angefangen. Aber ich habe meinen CSGO-Inventar verkauft, weil ich mir dachte, so was kann ich spielen. Für 30 Euro. Alles geschenkt bekommen von irgendwelchen Typen. Na gut. Da habe ich mir halt Human habe ich bekommen, habe ich mir Burstborn geholt, Burst Mode, Riding Mode und so ein Kram. Volles Inventar und so gemacht. Und dann haben wir halt innerhalb von einem Tag komplette durchgemacht. Meine ja, und dann hatte ich halt die Lust daran verloren, Omega, habe ich wieder Bellzimmer weitergemacht, weil ich wollte halt dann nur haben. Dann hat mein Bruder in der Zeit Mace durchgequestet, hat er T gemacht. What the fuck? Nice. Alter, ich dachte da, der hat Will of Light, der hat Argumon 55, das da. Kann man mal Jo. machen. Jo. Jetzt wartet er jetzt die 3 Monate, bis er halt dieses Mega-Ding da bekommt. Da hat er Omega Mon auf Perfect alles. Eben Mon. Perfekt. Alles 15 Perfekt. Habe ich auch. Halt for free halt alles, ne? Ja, bei mir nicht. Ich könnte aber mal wieder Musik anmachen, fällt mir gerade mal an. Ja, ich wollte auch die ganze Zeit Musik anmachen, aber das, weil wir Ja, geredet haben. ich meine, damit das nicht die ganze Zeit so monoton ist irgendwie. Aber wie gesagt, ich höre halt eigentlich nie beim Zocken Musik. Deswegen fällt mir das auch nicht auf, wenn die Musik plötzlich weg ist. Und irgendwann denke ich mir Ja, so, ich höre immer sollte da nicht Musik. Musik sein? So. Wenn ich halt jetzt mit Ken rede, höre ich immer Musik. Ja, ich nicht. So, keine Ahnung. Ich gucke mir meistens Videos an, dann kannst du ja eh schlecht Musik hören. Ja, ich habe halt keinen zweiten Bildschirm. Ja, ich habe halt mehrere. Ja. Ich habe halt Und mehrere. bin halt den ganzen Tag am Multitasken und so, deswegen keine Ahnung, keine Zeit für Musik. Ich höre halt nur Musik, wenn ich zur Arbeit fahre oder halt zurück. Oh, ich bin dauerhaft um Musik hören. Ich habe mir jetzt abgewöhnt, beim Schlafen Musik zu hören, weil dann höre ich den Wecker nicht. Habe ich. Ja gut, das hatte ich aber auch schon mal. Dann hatte ich mit Kopfhörer noch im Bett Musik gehört und hatte dann den Wecker zwar an, aber der Wecker ging dann halt nur über Kopfhörer. Und dann bist du halt einfach down. Ja, bei mir halt nicht über Kopfhörer, aber meine Kopfhörer sind meistens. Gehen nicht weg, also bleiben halt. Boah. Kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Samsung Kopfhörer vor der Wind, Mann, die halten. Ich habe mir das einmal so rausgeruppt, das hat mein ganzes Ohr weh. Gott, bist du hängen geblieben. Mich Wir fast sind mal schon echt fast einmal 38! weggesteckt, Alter. Ja, ich habe sowieso so ein Problem mit Kopfhörern, weil ich komme mit diesen Gummidinger, diese In-Ear-Dinger, komme ich nicht mit klar. Die halten bei mir nicht. Ich habe auch irgendwie unterschiedliche große Ohren oder so. Das ist mega unangenehm für mich, diese zu tragen, also diese mit diesen Gummidingern. Wisst ihr, was ich meine? Die eigentlich jeder jetzt mittlerweile trägt. Diese flexiblen Dinger, die man so reinschiebt. Die habe ich auch gerade drin, ne? Ja, da komme ich gar nicht drauf klar. Auf der einen Seite fallen die immer raus und auf der anderen Seite ist das so sau unangenehm. Ich kann nur kennt ihr noch diese alten iPod-Kopfhörer? Diese Oh ja. Standard-Dinger?
das ist perfekt für meine Ohren. Okay. Deswegen finde ich auch diese Kopfhörer vom iPhone so geil. Das sind ja quasi die, nur halt noch ergonomischer, sag ich mal. Und die. Ich zocke halt die ganze Zeit mit meinen Samsung-Kopfhörern. Ich hab mein Telefon noch vor mir liegen. Ich hab Samsung S7-Kopfhörer, die sind fast genauso wie die von den iPhone. Nur ein bisschen abgeändert. Mit einem anderen Stecker halt, ne? Ja, nein, nicht nur der Stecker, auch der Kopfhörer an sich ist ein bisschen anders. Na, und das sag ich dazu. Weil siehst du Lukas nur noch rumrennen mit so kabellosen Kopfhörern, Alter. Ja, diese neuen iPhone-Kopfhörer ohne Dingens. Ja. Nach zwei Tagen, ja, es sieht so aus wie diese Zahnbürsten-Dinger, Alter. Diese elektrischen Zahnbürsten-Dinger. Ja, lieber Kabel. Ich komme da eh nicht drauf klar, weil bei mir wären die in 2,5 Stunden weg. Ich würde die nie wiederfinden. Stell dir vor, du verlierst einen, bist down. Ja, und dann hört irgendein Random deine Musik mit. Der stalkt dich dann so weiter. Der zieht dir die so aus den Ohren und weg. Ciao. Oder fällt so in Gully oder so. Du kannst nichts machen. Bist einfach down. Aber wenn die halt so richtig fest sitzen, das ist schon geil. Man. Das ist so wie ein Hipster dann. Ja, obwohl trägt das eh jeder. Kommt eine Ufe drin. Ich bin so der Trendtyp. Ne, ich auch nicht. Guso, komm, 9 Level. Und dann geht's ab zu. Wie hab ich gehört? Naja, klar. Ja, so jetzt immer. Direkt Silberleck. Spendiert mir mal 3 Evoluter. Ja, alles Charakterbound, sorry, Mann. Hab auch nur einen Charakterbound. Alles ja. Alles von halt Lucer, Mann. Dann spendet mir Geld für. Aber Evos, ja, Evos waren in CDMO für mich schon immer ein Problem. Hey, ich darf die ganze Zeit mit einem mit fucking Champion Level prügeln, das ist so ätzend. Lucio mal mitmachen. Ist er da? Oh, Jock ist wieder da. Online. Beziehungsweise ja. Aktiv. Ja, hat gerade geschaut mit dem Megafon. Ja, stimmt, ja. Was ich jetzt ist. Warte mal, wenn wir jetzt kurz vor 7 haben, da müsste da ja jetzt kurz vor 2 sein. Ja. Ich hab dem ungefähr, oder was? Ich hab dem mal geschrieben. Bitte? Kurz nur, oder was? Ja, bei denen ist jetzt kurz vor 2 Uhr, also kurz vor 14 Uhr. Ja. Vielleicht Uhr doch noch. Er hat die Gitarruhr gewöhnt. Weißt du, der war einfach pennen und hat jetzt keine Ahnung wie viele Stunden gepennt und wir sind einfach immer noch da. Ja, da muss ich mir denken, Alter, what the fuck, die Germans. Ja, ja. Crazy Germans. Ja, es ist halt so, ist bei jedem Game so. Ja, er schreibt gerade, ja, ja, just walk up. Komplett durchschlafen. Ich weiß nicht, ob ich morgen da. Mein Spot ist leer, what the fuck. Du bist bei den Liedern, ne? Ja. Das war scheiße. Bin ich lieber bei den kleineren, die XP geben, aber kann nicht mehr killen. Als da halt immer wieder Lieder. Ja, aber ich prügel da nicht nur Warum und Zaymon, ich prügel auch Q, wie man eine Blossom und weg. Dann. Das Bot ist einfach leer. Mach hier Updates raus. Das wird. Oh, 31, komm. Einfach lame. Ihr spielt so 10 Minuten, kannst am Event teilnehmen, ja. Event fertig. In G-Demo musst du einfach jahrelang fahren, bis du das Event fertig hast. Bellzimmer in F1, kannst du nur so rumstehen und hier. Wenn jetzt doch Dings gehen, Silber, oder? Bis 31. Ja, ich warte halt eigentlich auf Kuso, dass der da fertig macht. Wenn Kuse sagt gehen, dann gehen wir. Wohin denn? Ja, Silver Lake. Was willst du in Silver Lake? Leveln. Was levelt ihr denn in Silver Lake? Die hier geben keine XP? Ja, wo willst du denn hingehen? Nach Öl 3 bis 46. Ja, und dann? Und ab da? Keine Ahnung wo. Kannst du bis 50 Silver Lake leveln? Ja, aber dann musst du auch bis 46. Öl 3 und dann ab 46 bis 75.
Welche Entrance wäre gerne? Western Area West, Dark Tower Wasteland, Wasteland oder Icewall? Hab ne Level Up, geil. Der ist eigentlich meist recht gut. Von 46 bis 51 bei Hell Metal Greymon, 51 bis 57 Skull Greymon, 57 bis 65 Wemon, 65 bis 75 Gizomon AT. Mass Entwins freies. Ja, nur noch Mass Entwins. Ja, nicht mal so viel Level. Ja, ich bin jetzt gerade 40, also gleich 41. Ja, wir können auch bis 46 noch Oil gehen und dann bis 50 in Silver Lake. Gehen wir jetzt Öl? Wenn Kuse sagt ja, dann ja. Vorschlag, oder? Er hat auch gesagt Öl, also ja. Ja, wollen wir Öl gehen, oder? Ja. Sekunde. Ja, ja, können wir machen. Ja, dann go. Satzbombe und... Ich darf komplett laufen, Alter. Ich gib ihm eine Satzbombe. Ich TP mich. Du brauchst eine Bombe? Ja, ja, er hat gesagt, du musst laufen. Gib. Ja, shit, ich bin schon weg. geh da zum NPC, da müsste doch ein Shop sein. Landing-Maschine, oder? Ja, ja. Ne, aber Dingens, Monster Emon oder... Warum Monster Emon müssten auch welche haben? Bin mir aber nicht sicher. Monster Emon? Warum Monster Emon? Ich hab hier nur Matsugimon. Ja, die meine ich auch, Mann. Keine Ahnung, weil ich die ganze Zeit mit Monster Emon hab. Kein Plan. Ich hab zu viele gekillt, die haben... Die haben nur eine Time-Bomben für die Farm hier. Kein Plan, die sind irgendwie in meinem Kopf. Ey, ja, ich kann Lust kaufen. Ja, ich hab... Ah ne, war auf meinem Main-Charakter. WTF, ich laufe hier rum, aber ich sehe keine... Ah, okay, hier levelt jemand. Warte, ich kann ihn vielleicht einladen. Ah, du bist im Dings schon. Ich bin Öl-3, ja. Ich bin gerade noch am Zeug. Der ist 36, ja, perfekt. Oh. Gott, mein Inventar ist komplett zu, Mann. Fahrer am Kriegen. Ich darf halt einfach komplett laufen. Ich will schon Inventarplätze rankriegen und... Ja, ich muss bis Öl-3 laufen. Bis ich da bin, seit 46. Full Party ist aber echt top hier. Halt, leider, ja. Leider spawnen die halt echt scheiße, die Dextoro. Ja, vorhin hast du noch gesagt, ja, scheiß Dextoro, Alter. Ja, finde ich eigentlich auch low, aber wir wollen ja jetzt aber schnell Fortschritt machen. Ja, dann abhängen, Alter. Wir sind Barbos und ja, ein bisschen Fortschritt machen hier, scheiß auf die anderen. Einfach so. Kommt das Beste auf. Hier generell hier, Hiragi ist ja relativ früh abgehauen schon, ne? Wenn der morgen ankommt, der denkt sich auch so, yo, was ist mit denen? Jo. Ich hab mir eben was zu futtern. Der hat ja 4-5 Dings, ne? Jo. Der hat ja 4-5 Impmon. Lol, Impmon? Ah ja, hat er geschrieben. Ja, hat er geschrieben, meine Level-Date. Ich hab schon viel. Hätte ich natürlich auch gerne. Oh, jawohl, Mega-Level. Impmon ist halt top. Wenn du Impmon hast, bist du schon ausgesorgt, sag ich mal. Weil das ist eins der Digimon, die du auf jeden Fall brauchst. Fuck, ich bin zurückdigitiert. Weißt du, da ist man einmal auf Mega-Level, du digitierst zurück. GTS. Ja, ist too much. Ich hab keine Attribute am Startdings. Das ist bei Gigimon viel besser. Das ist alles noob-freundlich und hier ist nicht so noob-freundlich. Das ist der Unterschied. Weil das hier ein bisschen harter macht. Ja. Main habe ich ohne dein Geld Support, weil. Ja, das Geld sollte ja auch nur eine kleine Unterstützung sein und nicht, yo, ich kaufe mir jetzt direkt irgendeinen Scheiß von dem ganzen Geld, bla bla bla. Hab ich auch noch nicht. Ja, ich meine hier Tolga und so. Ah, die hauen da raus, Alter, ich kapier das nicht. Ja, ich habe mir ja Digimon Support geholt, damit ich nicht sterbe. Mir halt nur ein bisschen Food geholt, was so reicht. Wendigste. Dann halt noch ein paar Demon. Ja. Aber die Vierer sind halt alle fehl, weil die nur klein sind, man. Aber übelst der Griff ins Klo. Vor allem Elig, man. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie
Aber du hast ja schon Gabumon. Also, welches Beast Digimon hätte es denn sonst sein sollen? Und ich meine, ja, du hast Gabumon oder sowas, soll's. Okay, Ryodamon wäre halt noch nice, aber sonst gibt's kein Beast, gibt's eigentlich kein Beast Digimon, was man braucht, was man haben muss. Ja, man, Marsman ist geil. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht Raid-technisch oder irgendwie überlebensnotwendig. Natürlich gibt's noch ein Beastmon. Was? Was denn? Hier, hab da Dramon. Ja, hab ich doch gerade schon gesagt. Ja, du hast Rio gesagt. Du meinst, ja, aber Rio ist auch beides. Komisch ist. Ja, Rio ist Dragon. Ich meinte eigentlich halt auch AO, also Alphamon. Das wird auch so mein Hauptziel sein, Alphamon Uriuken reicht. Auf meinem Main habe ich ja Alphamon Uriuken. Ja, auf deinem Main habe ich gesehen auf dem Video. Ja, gut. Mein Hauptziel hier ist halt Kaiser, ne? Ja, aber ich werde hier nicht 20 Digimon leveln für die Saison. Kein Bock. Und ich werde mir die, glaube ich, auch nicht kaufen, also mal schauen. Ja, ich mal gucken, was halt wie mit dem Cash-Shop halt, ne? Wie für Bock. Ich zock einfach mal ganz entspannt, guck, was so kommt. Wer wirklich durchhält mit dem Zocken hier. Ich auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal geil. Ja, jetzt habe ich keine Mega. Weil wenn ich jetzt hier eine Woche spiele und dann ist keiner mehr online, so, dann kann ich auf dem Main weiter zocken. Dann macht das hier keinen Sinn, weißt du, was ich meine? Ich habe immer noch GDMO Gilde zu führen. Wäre ein bisschen problematisch. Ja gut, ich habe ja auch in GDMO die Gilde, aber ich habe halt in GDMO nichts mehr zu tun. Oder? Was geht eigentlich? Ich hab angefangen als Musik gehört habe über YouTube. So diese Mixer, die Taten eine Stunde dauern oder sowas, ja. Habe ich angefangen mit Dubstep Mix und alles mögliche. Was da jetzt zuletzt drin war, Epic Chillstep. Klasse. Ja, Chillstep oder so läuft ja auch ab und zu in dieser Playlist. Könnte so eine NCS Playlist nehmen. Ja, hab ich. Ja, genau. Generell von Nokoku. Dubstep Scheiße da. Geil, fresh. Dog jetzt nicht höre ich das immer. Eigentlich höre ich ja gar keinen Dubstep. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine gute Ja, so ein Ansporn ist das so. Ja. Kann ich höre eigentlich auch kein Dubstep. Bei mir ist das so, wenn ich immer dieselbe Playlist höre beim Zocken, dann wird es sehr schnell langweilig. Ich höre halt nur böse Onkels, ne? Ich höre eigentlich alles. Ich habe da nicht so die. Also ich kann das nicht so kategorisieren. Ich höre halt auch alles, aber Großteil böse Onkels. Dubstep-Blick. Ja, ich bin so eher Richtung Metal, Heavy Metal. Es gibt. Bei mir ist das so tagesabhängig, keine Ahnung. Und Openings höre ich auch viele. Fresh. Ja, Digimon, der Metal. Aber 6 Level noch kann ich messen. Jock schaut übrigens gerade wieder zu. Ja? Ja. Gut, ne? Burpert. Der ist ein nicer Typ. Hello man, my friend. Soll ich sagen. Ja, man. Ich habe auch nur dieses Borg-Englisch von Counter-Strike mäßig, das gelernt hat. Was hast du? Das Borg-Englisch von Counter-Strike. Ja, gut. Wie bist du kabliert? Edina Hui Sukabliat. Rushby. Wie fandet ihr eigentlich mein Rushby, ja? Also ich habe, man hat es auf jeden Fall halt sofort erkannt. Was geschrieben? Was hab ich? Alter. Läuft. Omegamon. Also ich bin 46, das ging schneller als gedacht. Noch ein Alpha. Ja, der kam mit da rum. Wo chillst du überhaupt? Ich bin gerade eben auf in die andere Yokohama Village. Ach du Scheiße, Alter. Ich komm jetzt Öl 1. GG, Alter, wir sind fertig hier. Jo. Hast du nicht ein anderes Digi? Was ist dein Max-Level?
Wir holen die. Er hat doch gesagt, er hat nur die beiden jetzt. Ja, was ist denn sein höchstes?